Ein Produkt, was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist das Tasca. Schlauchboote, für mich seit vielen Jahren schon treuer Wegbegleiter. Klar kann man sich auch große Boote kaufen, aber es geht halt viel günstiger und es geht vor allen Dingen flexibler, weil mit so einem Schlauchboot komme ich überall ins Wasser rein. Schon vor einigen Jahren habe ich zusammen mit einer anderen Firma auch Schlauchboote entwickelt. Damals war es mir besonders wichtig, dass die Schlauchboote ein bisschen breiter sind, dass man einfach mehr Zeug drinnen transportieren kann. Denn die üblichen Schlauchboote, die nur 60 cm Breite haben, da bekommt man kaum was rein, wenn man mal eine Liege, ein Zelt, Köderfische, Steine und halt das ganze Zubehör auf einen anderen Platz transportieren möchte. Insofern etwas überbreite Schlauchboote genau meine Wahl. Und dort ging auch die Richtung hin bei meinem ersten eigens unter Zec Fishing entwickelten Schlauchboot, dem Tasca. Ihr seht es hier, es ist sehr kompakt. Außer des Zubehörs ist hier alles quasi schon dabei, was man braucht. Ja? Zumindest in diesem Zustand. Man hat einen Hochdruckluftboden, ein Kielbrett unten drunter und halt das Schlauchboot selbst. Und das Ganze, seht ihr schon, bekommt ihr problemlos in einen Kleinwagen rein. Was natürlich auch ein enormer Vorteil ist. Man braucht keinen riesengroßen Bus für ein Boot zu transportieren, sondern das geht zur Not auch mit dem Opel Corsa. Es wiegt in diesem Zustand 36 Kilo. Ich möchte es mal ganz kurz demonstrieren, dass es auch relativ leicht ist. Also gar kein Problem, kann man auch alleine noch ans Wasser transportieren, auch wenn es mal eine Steinpackung runtergeht. Und der Aufbau, der geschieht auch ganz einfach und schnell mit der im Zubehör mitgelieferten Schlauchbootpumpe. Was ist noch im Zubehör vorhanden? Eine Sitzbank, teilbare Paddel, ein Reparaturset und eine Tasche, die ich in den meisten Fällen gar nicht benötige und daheim lasse, weil ich das Boot einfach so transportiere. Man braucht ungefähr 10 Minuten für das Schlauchboot aufzupumpen. Das machen wir jetzt auch zuerst mal und dann erkläre ich euch weitere Dinge zu diesem tollen Produkt. Wichtig ist, dass man einen relativ flachen Untergrund hat. Und dann breitet man das Ganze einfach aus. Insgesamt hat das Boot drei Kammern. Das hat einen gewissen Sicherheitsaspekt, denn wenn am Wasser mal was passiert, ein sehr spitzer Stein, irgendein Metallgegenstand oder blöderweise auch mal ein Haken, sich tief hereinrammt und eine Kammer kaputt geht, hat man immer noch zwei weitere, sodass man im Prinzip problemlos noch ans Ufer zurückkommen kann, ohne dass man komplett untergeht. Zuallererst pumpt man jede Kammer außer den Luftboden leicht auf, damit das Boot schon mal in die Ursprungsform kommt. Es sind spezielle Schlauchbootventile verbaut. Bevor man aufpumpt, schaut man, dass sie nach außen stehen. Das heißt, man dreht sie so leicht auf, bis der Nippel nach außen kommt. Und dann kann man aufpumpen, ohne dass die Luft wieder entweicht. Kurzer Dreh, dann rastet das Ganze ein und man kann mit dem Pumpen beginnen. Das genügt fürs Erste. Weiter geht's mit der nächsten Kammer. Ebenfalls wieder darauf achten, dass der Nippel nach außen kommt. Reindrehen und leicht aufpumpen. Weiter geht's zur nächsten Luftkammer. Und jetzt, bevor ich den Luftkiel in der Mitte aufpumpe, der später dafür da ist, dass man sehr gut das Boot steuern kann, pumpe ich zuerst mal Vollstoff den Hochdruckluftboden auf. Beim Hochdruckluftboden am Ende
sehr kurze Stöße abgeben. Es gibt auch spezielle Luftpumpen, die wirklich die 0,6 Bar erreichen auf dem Hochdruckluftboden. Die kann man sich dann zusätzlich zulegen. Nur ich finde, diese kleine mitgelieferte, die reicht völlig aus. Und den Druck, den man da drauf bekommt, der reicht auch dicke aus, um das Boot ordentlich beim Angeln zu benutzen. Was man jetzt schon sehen kann, bevor der Luftkiel drin ist, das Teil ist fast schon bretthart, obwohl wir nicht mal 0,6 Bar drauf haben. Reicht also zum Angeln völlig aus. Und der Stand sollte man jetzt nicht tun hier im steinigen Gelände, aber ich mache es trotzdem. Ich weiß ja, was mein Boot aushält. Der Stand ist wirklich wie auf einem festen Aluboden. Nur hätten wir jetzt einen Aluboden, müssten wir wirklich sehr mühsam mit speziellen Schienen das Ganze reinlegen. Wenn man da so Steine unterm Boot hat, ist das fast nicht möglich. Insofern liebe ich einen Hochdruckluftboden. Kann man einfach einrollen, auf dem Angelplatz ausrollen, aufpumpen und man ist in Windeseile einsatzbereit, während der Angelpartner mit dem festen Boden sich total abmüht. So ist es auf jeden Fall meistens. Jetzt widmen wir uns dem Kiel. Der sorgt später für die Kursstabilität. Ihr seht schon, das Boot kommt jetzt nach oben, weil der Luftkiel sich unten hochdrückt. Da muss gar nicht mal allzu viel Power drauf. Ein Brett unter dem Luftboden sorgt dafür, dass der Luftboden sich nicht kegelförmig nach oben drückt. So hat man trotzdem im Inneren eine gerade Fläche und unten drückt sich der Kiel schön raus und sorgt dafür, wenn wir eine Kurve fahren wollen, dass wir auch wirklich eine Kurve fahren. Und jetzt pumpt man nach und nach die einzelnen Kammern ebenfalls mit viel Druck auf. Ungefähr 0,25 Bar sollten die Kammern, die äußeren Kammern erhalten. Man kann es mit dem Manometer messen. Ich persönlich denke aber, mit der kleinen mitgelieferten Pumpe ist es kein Problem. Einfach ordentlich aufpumpen und dann passt es meistens. So fahre ich auf jeden Fall schon jahrelang sehr gut, ohne noch zusätzlich den Arbeitsschritt zu haben und wirklich den Druck zu messen. Noch eine kurze Info am Rande, man sollte also wirklich immer nach und nach die ganzen Kammern aufpumpen und nicht zuerst eine Kammer voll Stoff, weil innen drin hat man auch wieder solche speziellen Membrane und wenn der Druck in einer Kammer zu groß ist, drückt es einfach die Membrane zu stark nach außen und sie könnte theoretisch beschädigt werden. Insofern lieber erstmal so halb aufpumpen und dann Stoff geben. Wenn viel Sonne scheint, so wie jetzt, und die Temperaturen sind auch extrem hoch, ist momentan im Winter nicht der Fall, dann würde ich vorsichtig sein und nicht allzu viel aufpumpen, weil die Sonne kann natürlich die Luft noch erhitzen. Und wenn man in der Schule aufgepasst hat, weiß man das. Erhitzte Luft dehnt sich aus. Und insofern, wenn die Sonne scheint oder auch bevor die Sonne scheint, nicht ganz so stark aufpumpen, denn das Ganze dehnt sich noch ein bisschen aus. Bei der ersten Kammer gebe ich jetzt auch noch nicht Vollstoff, denn wenn die ganzen Kammern aufgepumpt sind, stabilisieren sie sich auch gegenseitig. Insofern hier ist es ruhig okay, wenn man noch ein bisschen den Schlauch eindrücken kann. Letzte Kammer. Fertig. Und so schnell bekommt man das Teil mit einer kleinen Pumpe aufgebaut. Und jetzt kann ich euch auch schön die Einzelheiten erklären, die das Tasker so besonders machen. Da ist das gute Teil im Wasser. Was kann es, was andere nicht können? Zuallererst muss ich sagen, das Material ist natürlich wirklich gut. Allerdings können das viele andere Boote auch, da muss ich ganz ehrlich sein. 0,9 mm PVC im oberen Teil, alles was grün ist, was ihr hier seht, war mir ganz besonders wichtig, weil so kann man es auch gut zusammenrollen, ohne dass es allzu steif ist. Allerdings der Boden, das drehe ich auch gleich mal rum, um euch das zu zeigen, ist 1,2 mm stark. Weil da kommt man ja mit spitzen Steinen und so weiter in Berührung und da muss man einen entsprechenden Schutz haben. Weiterhin haben wir diverse Scheuerleisten verbaut. Nicht nur an der Seite umlaufend, wenn er am Ufer oder am Steg mal beifahrt, sondern auch unten drunter. Und ich werfe es mal kurz rum und zeige euch das.
Hier sieht man schön zum einen den Luftkiel, der sich hier rausdrückt. Kann man noch härter aufpumpen, aber ich denke, es reicht. Und zum anderen den Boden. 1,2 mm hier, alles was schwarz ist. Und hier hat man eine extra dicke Scheuerleisten unter den Schläuchen. Weil das ist ja da, wo die Luft drin ist, wo es wichtig ist. Denn habt ihr vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, viele Boote gehen hier kaputt. Ja, und hier haben wir wirklich über der kompletten Seite eine sehr breite Schicht und der komplette Schlauch, die komplette Schlauchunterseite ist hier mit dieser Scheuerleiste beidseitig bedeckt. Genauso wie im Luftkiel, da ist auch noch eine sehr starke Scheuerleiste drüber. Insofern haben wir hier weitaus mehr Stabilität als bei den meisten anderen Booten. Wir haben also den Vorteil, dass wir es leicht einrollen können mit 0,9 mm Stärke, das grüne Material, und hier 1,2 mm alles, was dann auch wirklich mit dem Untergrund in Berührung kommen kann. Drehen wir es wieder rum. Weiterer Vorteil ist halt sehr leicht und mit einem Mann auch easy zu handeln. Luftboden. Viele kennen vielleicht das Phänomen, man legt sich so schnell auf die Schnauze, weil die Luftböden sind immer sehr glatt. Wir sind dem Problem aus dem Weg gegangen, indem wir hier eine EVA-Schicht aufgeklebt haben auf den Luftboden. Die ist 3 mm stark und hat eine spezielle Struktur. Da könnt ihr auch mit wirklich sehr glatten Crocs drauf rumlaufen, nachts beim Biss, wenn ihr drillen wollt, schnell ins Boot reinjumpen, ohne dass ihr euch hinlegt. Ist wirklich ein Riesenvorteil bei diesem Boot. Die Schicht EVA hat einen weiteren Vorteil, dass man einfach Steine drauflegen kann, ohne dass der Hochdruckluftboden beschädigt wird. Weiterer Vorteil, das sind die Enden. Wir haben den Heckspiegel, um noch mehr Platz im Innenraum zu schaffen, nach hinten versetzt und dadurch auch die Enden nach unten gezogen. Denn so haben wir hier auf der Seite quasi bis zum Ende hin trotzdem noch Tragkraft und das ermöglicht uns, dass der Heckspiegel sehr weit nach hinten kann. Trotzdem könnt ihr Motoren bis ungefähr 45 kg verwenden. Bis 10 PS ist das Ganze motorisierbar. Ich persönlich verwende zumeist 8 PS. Da geht das Teil schon ordentlich ab. Auch mit zwei Mann beim Vertikalangeln oder mit wenig Tackle beim Moven, wenn man alleine ist, da kommt ihr locker in Gleitfahrt und das könnt ihr euch dann auch gleich ansehen, wenn wir so ein paar Fahrtszenen machen, dass man da schon ordentlich Speed drauf bekommt. Zum Innenraum kann man noch sagen, man hat 82 cm von Schlauchmitte zu Schlauchmitte und insofern bekommt man da viel mehr Zeug rein als bei anderen vergleichsweise ähnlich langen Modellen. Wir haben hier ein 2,90 Meter langes Boot und es hat mehr Innenraumvolumen, mehr Möglichkeiten, den Innenraum zu beladen, als ein überbreites Boot in 3,20 Meter Länge. So ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe, wenn ich die meisten anderen Modelle mit dem Tasker vergleiche. Also ein Boot von 2,90 Meter Länge, was ermöglicht, dass man sehr leicht auch in den Hecken Montagen anbinden kann und so weiter, was vom Außenmaß gar nicht allzu groß ist, aber mit echt richtig viel Platz im Innenraum. Das war das, was ich wollte und ich finde, es macht keinen Sinn mehr, sich ein Boot zuzulegen, was innen sehr schmal ist, wo man noch nicht mal einen Köderfischkessel essen oder eine Liege reinbekommt. Und mal ebenfalls darauf geachtet haben, dass wir keine unnötigen Schnurfänger haben. Die meisten Boote haben hier noch irgendwelche Schleppösen. Das hat man sich abgeschaut von anderen Schlauchbooten, die dann wirklich mit größeren Booten hinterhergezogen werden. Aber das Problem beim Auslegen, ihr hängt hier immer zum Beispiel in der Auslegerschnur oder sonst irgendwie die Hauptschnur verhängt sich drin. Das Teil hier ist komplett ohne lästige Ösen. Das war mir sehr, sehr wichtig, damit die Schnur nirgends mehr drin hängen bleiben kann unter dem Boot. Genauso sieht es auch seitlich aus. Wir haben hier nicht irgendwelche Ränder mit Material, wo die Schnur hängen bleiben kann oder irgendwelche Griffe, wo die Schnur hängen bleiben kann. Hier ist gar nichts, außer die Leine, die gesetzlich Pflicht ist, die auch ganz wichtig ist. Wenn man doch mal auch vom Boot fällt, kann man sich hier nämlich festhalten. Wie transportiert man das Boot jetzt? Vorne hat man ja uns einen Griff und hinten hat man an den Enden trotzdem zwei ganz glatte Griffe, flexible Griffe, wo die Schnur gar nicht dran hängen bleiben kann. Und da kann man es ideal mit zwei Mann anheben. Einer hinten, einer vorne an dem einzelnen Edelstahl-D-Ring. Und so kann man es problemlos herumtragen. Ganz interessant für die Leute, die das Boot paddeln wollen. Man hat hier die Möglichkeit, eine Sitzbank anzubringen. Wie ich schon gesagt habe, ist die auch im Lieferumfang enthalten. Und ihr könnt die Sitzbank verschieben anhand dieser Schienen. Die schiebt ihr einfach von hinten oder vorne drauf. Und dann könnt ihr sie ganz einfach auf die Position bewegen, in der ihr sie braucht. Je nachdem, ob ihr groß seid, lange Arme habt oder wie ich eher kleine und kurze Arme. Denn es ist nämlich ganz wichtig, dass man die Sitzposition dahin verlegt, wo man auch am besten paddeln kann. Jetzt dreht man das Boot aber häufig hier um. Aber was ich auch noch erzählen oder beziehungsweise erwähnen wollte, ist der Stopfen hier, Lenzventil. Wenn ihr sehr viel Regenwasser drin habt zum Beispiel, könnt ihr den ziehen. Da ist eine Membran im Inneren und die sorgt dafür, dass das Wasser nicht hindurch kann,
Aber wenn ihr euch in Gleitfahrt befindet, kann das ganze Wasser, was im Innenraum ist, und üblicherweise ist es auch unter dem Boden, ja, so im Bereich zwischen Luftkiel und Hochdruckluftboden, das kann etwas hinten rausgedrückt werden. Ist also auch ein ganz schönes Gimmick, was nicht wehtut, aber einen enormen Nutzen haben kann. Ebenso der Spritzschutz hier an den beiden Seiten. Wenn ihr euch in Gleitfahrt befindet und das Wasser hochspritzt, spritzt durch diesen Schutz deutlich weniger Wasser in den Innenraum als bei Booten, die den Spritzschutz auf beiden Seiten hinten am Heck nicht haben. Ein paar Fakten noch. Ihr könnt mit vier Durchschnittspersonen in dem Boot fahren. Insgesamt hat es eine Zuladung von 510 Kilo Tragkraft, inklusive allem, inklusive Motor. Es ist der Kategorie D zugeordnet. Das heißt, auf allen Flüssen, Seen ist es problemlos einsetzbar und ihr könnt es auch natürlich anmelden. Konformitätserklärung ist dabei und da könnt ihr einfach bei euch aufs Wasserschifffahrtsamt gehen oder über ein ADAC das Ganze machen und dann dürft ihr offiziell auf die Schifffahrtsstraßen eigentlich in ganz Europa mit drauf. Müsst halt auch nochmal länderspezifische Gesetzmäßigkeiten beachten. In manchen Gewässern braucht ihr auch noch Zusatzbestimmungen, Zusatzkarten und so weiter. Aber muss sich jeder selbst informieren. Und jetzt würde ich sagen, habe ich lange genug gebabbelt. Ihr wollt ja auch immer ein bisschen Action sehen. Ich mache jetzt den Motor drauf und dann fahren wir noch eine Runde.